Im das große Promi-Backen-Halbfinale wurden wieder die leckersten Kreationen gezaubert. In der vergangenen Woche hatte die Schauspielerin Caroline Beil ihre Kochschürze abgeben müssen, während Jochen Schropp sich zum wiederholten Mal die rote Schürze schnappen konnte. In der heutigen Episode kämpften die verbleibenden Hobbybäcker nun um die begehrten Plätze für das Finale. Für diesen Promi hat es sich heute ausgebacken. In der ersten Runde konnten die Kandidaten mit ihren Bananenbrotrezepten ordentlich abräumen. Das war bei der technischen Prüfung allerdings anders. Sabrina Mockenhaupts Leipziger Lerchen waren zu lange im Backofen und bekamen nur 13,5 Punkte. Besser lief es wieder für Jochen Schropp, der die meisten Punkte der Woche erzielen konnte. Mit 49 Punkten war er aber nur 3 Punkte vor Kai Schumann. Sabrina konnte leider am wenigsten punkten. Auch wenn Juror Christian Hümps ihre Go-for-Gold-Torte der letzten Prüfung phänomenal fand, reichte es für die Sportlerin letztendlich nicht für den Einzug ins Finale. Trotzdem freute sich die Ausgeschiedene für ihre Mitstreiter. Ein Männerfinale. Ist doch geil, jubelte sie begeistert. In der kommenden Woche werden Jochen Schropp, Philipp Boy und Kai Schumann um den Titel des besten Promi-Bäckers kämpfen. Dabei darf der Moderator Jochen schon zum 3. Mal mit der roten Schürze an den Backofen treten. Wer wird sich wohl die Krone holen können? Stimmt ab! Thank you.